So. Perfekt. 10 Kilometer. Lacon, Hotel Alpha Echo. You have entered Imperial Sovereign Territory. Approach at a safe speed and comply with station regulation. No. So. Es gibt hier so einen schönen Trick, und zwar schön auf den Boden zu fliegen. Und jetzt, wenn man merkt, dass man immer noch zu schnell ankommt, lass sehen. Nö, inzwischen geht's. Ein bisschen mehr drehen, so, perfekt. Und runter mit dem Ding. Bumm. Ah. So, erstmal Mission abgeben. Ein bisschen fuelen und repairen. So. Ein bisschen was abgeben. Wie ihr seht, ich habe nicht alles fürs Imperium angenommen, weil ich hier noch bei den lokalen Gruppierungen noch ein bisschen punkten will. Weil die meistens sehr gute Missionen haben. So, bla bla, ja. Mhm. Und hier unten auch noch welche. So, lass mal sehen. Immer noch Cordial. Und ihr seht, der will nach Schubababs. Ja, Babassi. Der hier will nach, ne, wobei der hat gar keine Deliveries. Der will nach Schubabassi, Mainz, Matthews. Wo will der hin? Auch Matthews, Mainz. Ist das ein Unterschied? Ne, das ist dasselbe. Ja. So, mal kurz gucken. Ich hab hier gar keinen. Was für Schotten hast du? Was? Schotten habe ich gar keine an Bord. Mission. Ich wollte eigentlich noch was verkaufen. Genau, die Dinger da. Brauche ich noch nicht. Noch nicht. Später vielleicht. Kurz mal geguckt, Passagiere. Vielleicht haben die hier gute Passagiermissionen. Ich weiß es nicht. Ich kann sowieso nur eine annehmen. 432.000. 19.000. 19 Millionen. Reichweite. ...682 Lichtjahre. Mhm. Schuhe. Das ist ja gar nicht so weit. Wobei, das ist... Kinze. Ich muss ja 4 Leute irgendwo hinbringen, oder? Ich muss nach Koholohu, Putsanku, Miromi und Kinze. 7 Leute, Luxusklasse. Nö. Dankeschön. So. Keine Mission mehr. Sehr schön. So, ich fliege jetzt erstmal zurück nach Galaxy Map. Wo ist es? Hier. Schubabassi. Kurz mal die Map geöffnet, und zwar hier. Schön. Schöning. Genau. So, was hast du jetzt gemacht? Du kannst unter Steuerungsoption Flug verschiedene Taste belegen. Steuerungsoption. 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 Steuerungsoption? Verschiedenes. Flug. Flug, 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 Flug. Flight. Tja, Flight gibt es aber ein bisschen viel. Flight. Toggle Flight Assist. Throttle brauche ich nicht.
hast du leichte Panzerung drin? Das kann ich dir gerade ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich habe eine Hülle von 750 statt 350. Ich weiß es gerade gar nicht. Super Cruise zu wechseln, ohne zu springen. Okay. Falls das nächste Mal Super Cruise verdeckt ist. Ist mir egal. Ist bestimmt jetzt verdeckt, oder? Ich muss ja sowieso was. Ich muss ja erstmal von der Station hier weg. Was für einen Rang habe ich jetzt? Surf? Surf bin ich jetzt. So, dann erstmal auf den Spaß. Frameshift Drive. So. Surf ist, glaube ich, eins unter Baron. Ich bin jetzt Leibeigener. Das heißt Surf. Alles klar. Hallo Kinder, ich bin der Leibeigene. Ich bin nichts wert. Wie ist das, kenne ich überhaupt? Da hinten muss ich hin. Flight Misc auf Englisch. Okay, mal kurz gucken. Option Flight Misc. Kann ich mal nachschauen? Flight. Das hier. Toggle Frameshift Drive. This will engage the FCST to either hyperspace jump to another system if it has been target locked or Super Cruise if there's. Die Frage ist, welche Tasten kommen hier auf meinem Ding? Mache ich da drauf? Gut, ich habe gerade keine Tastenkombi frei. Oder mir fällt gerade keine ein, die ich frei hätte. Ich mach's lieber so, manuell. Nimm immer die Militärpanzerung. Kann ich ja gleich mal nachschauen. Really, Bro. Throttle ab, Junge. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich hab's auch anvisiert. Zieh dich! Ich bin zu langsam. Ach, leck mich doch. Ja. Da muss ich jetzt halt gegen dich kämpfen, du Penner. So. Gehst mir auf den Knispel, ey. Oh, ich glaube, das verliere ich. So, wo ist er? Hä? Da ist er. Boom, Junge. Spandau. Fucking Vulture, ey. Geh mir nicht auf den Knispel. Ja, du hast mich überfallen, nicht ich dich. So, jetzt kurz Energie auf die Schilde. Solange er mich beballert, jetzt wieder Energie auf die Waffen. Und Schilde dahin. Energie auf die Schilde. Energie auf die Waffen. Gib ihm. Warte. Yeah. Allein schaffe ich den locker. Also er hat meine Schilde jetzt halb down, aber ich habe ihn gesamt halb down. Was ist besser? Seine fucking Vulture, die hat nur eine dicke Hülle, mehr hat sie nicht. Wie kann ich jetzt meine Subziele machen? Würde ich gern wissen. Ah, hier. Powerplant.
Ehrlich gesagt, er schmilzt, bevor sein Powerplant down ist. Okay, jetzt ist sein Schild wieder da. Ist aber gleich wieder weg. Gönnung! Tja, ich habe leider zwei Schildbooster und du keinen. Und gute Nacht. War mir eine Freude. Opfer. Spaß. So, wo war ich? Ach ja, genau. So. Ha, schön. Bisschen Action darf nicht fehlen in dem Spiel. Andauernd nur hier hin und her springen ist ja öde auf Dauer. So einen kleinen garstigen Bot. Aber zwei auf einmal ist mir zu viel. Ne, zwei, das ist mir zu unsafe. Dann schießt der eine meine Thruster weg und dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Das ist dann... Nee. Hatte ich schon mal. Da war ich bewegungsunfähig. Da gestanden wie so eine Kartoffel. Aber eine sexy Kartoffel. So. Ab zur Schöning Base und vielleicht kann ich ja jetzt nochmal ein paar Missionen annehmen. Die halten ja 24 Stunden, das heißt, wenn ich morgen offscreen, morgen Abend nach der Arbeit ein bisschen farmen will, dann kann ich die gleich hier annehmen. Ich bin ja schon Leibeigener. Ich bin heute zwei Ränge aufgestiegen. Ich habe heute angefangen mit Nun. Also hier rechts, unter Empire, rechte Seite, da bin ich jetzt in Serf. Vorher war ich Non, dann war ich Cordial, jetzt bin ich Serf. Ja, das nächste ist dann Baron und dann kann ich mir endlich die Clipper holen, aber jetzt muss ich erstmal, wenn ich dann den Rang habe, fliege ich erstmal wieder hier, warte. Fliege ich, lass mich kurz lügen. Nicht lügen, meine ich natürlich. Nach Syntii, glaube ich, war es. Syntii, hier oben. War es so weit oben? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls hier irgendwo ist noch Imperium-Gebiet. Und da kann ich dann auch noch fürs Imperium ein paar gute Missionen machen. Da habe ich mir nämlich was gemerkt. Und zwar ein paar Oberflächenmissionen. Da gibt es eine, jede Mission gibt so um die 1 Million. Und wenn man da auch wieder mehrere gleichzeitig annimmt, zerstöre 4 von diesen Drohnen von der und der Station. Zerstört man 6 Stück, hat man... Also es gibt Missionen, da muss man 2 zerstören, kriegt man 800.000 für. Dann gibt es welche, musst du 4 von den selben Drohnen auf demselben Planeten bei derselben Station zerstören. Da gibt es dann 1,2 Millionen. Ja, und wenn man dann einmal kurz hinfliegt, 6 Drohnen zerstört, hat man instant... Kommt darauf an, wie viele Missionen man vorher angenommen hat. 10 Missionen. Sind dann 10 Millionen und mein Konto sagt jetzt 14, mit 10 habe ich 24, eine Clipper kostet 22. Ich würde gern so um die 35 Millionen zusammenfarmen, dann kann ich nämlich schon die Clipper ein bisschen umrüsten, aufrüsten. That's my plan. Franco, danke fürs Hosten und danke fürs Zuschauen. Vor allem fürs Hosten, aber ich muss dich auch mal hosten. Problem, ich habe nicht so viele Zuschauer wie du. Das kommt ein bisschen doof rüber so. Ich hoste dich mit 2 Zuschauern. So, jetzt schön in den Gleitmodus. Ich glaube, da muss man unter 5 km/s pro Sekunde fliegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. 10 oder 5? So. Hört ihr das? Was ist das für ein komisches Geräusch? Was ist das?
Voll komisch. Irgendwas knittert hier. Wie wenn an meinem Schiff außen eine Fahne hängen würde und die macht ganz schön. So. So, Le Contact. Jetzt. Nacon, Hotel Alpha Echo. This is the Imperial Flight Operations Bureau. Please approach the port within safe speed limits and follow the correct docking procedures. Einmal die Nummer 5. So, und dann wäre ich auch schon fast da. Perfekt. Boah, endlich mal eine gelungene Landung. Nicht so, dass es andauernd über den Boden schrubben. GG. So. Alles auffüllen, alles restocken. Gut. Ihr wollt ja noch sehen, was ich alles drin hab, ne? Nicht viel. Ich hab nicht umsonst 15 Millionen auf dem Konto, wenn ich noch was zum Ausrüsten da hätte. Vielleicht finde ich jetzt noch was. Wer weiß. So, hallo? Ja, perfekt. Waffen. Genau, meine 4 Multicannons. Was Besseres gibt's, glaube ich, nicht. Bros Shop. Die haben nicht mal welche hier. Meine Beamlaser. Natürlich nicht diese Turrets, weil die ziehen weniger ab. Können zwar einen Unterdauerbeschuss, glaube ich, nehmen, aber die brauchen mehr Energie. Und die schießen nicht, wenn ich schießen will. Die schießen schon vorher. Die sind energieeffizienter. Schildbooster, 2 Stück, ein 1A, ein 1D. Gibt's da noch einen? Nope. Den Kill Warrant Scanner, damit ich mehr Geld bekomme. Core Internal, 5A Power Plant. Was Besseres gibt's nicht, oder? Das 10? Nee. 5A Thruster, 5A Frameshift Drive, 4A Power Distributor. Was Besseres gibt's leider nicht. Fuel Tank, 5C. Gibt's da einen besseren? Nö. Lass den reinbauen. Komme ich überhaupt nicht mehr weit. So, optional. Wie gesagt, das hier oben wechsle ich immer durch, gerade was ich brauche. Also ich brauche hier manchmal außer dem Cargo, dem 64er, brauche ich manchmal auch. Wo ist er? Haben sie auch nicht hier. Entweder diese. Wie nennt man's? Für. Wie heißt's? Um Leute zu transportieren, diese Kabinen. Da gibt es ja die Economy Class, die Luxury Class und Basic? Ich weiß nicht. Ne, Business, nicht Basic. Business. Business, Economy und Luxury. Luxury Klasse. Und ansonsten hole ich mir dann noch ein, wenn ich Oberflächenmission mache, für das Fahrzeug, diese Garage rein, wo 4 Stück reinpassen. Ich habe hier noch welche, glaube ich, drin. Lass mal kurz sehen. Stored Module. Habe ich noch ein 2-4er. Economy, Cargo Rack. Business Class, Economy Class. Das ist ganz gut. Das auch. Da passen 32 Economy rein. Das ist ganz gut. Schildbooster habe ich auch noch. Meinen alten 1A. Den habe ich rausgenommen, weil der sonst so viel Energie saugen würde. Ich habe hier noch ein paar Cargo Racks. Und da ein Planetary Vehicle. 6H. Für 4 Vehicles. Ist ganz gut. Ich kann ein paar Mal drauf gehen auf dem Planeten. So, ansonsten. Fuel Scoop, 3A. Was Besseres gibt's nicht. Hier habe ich noch Economy-Class-Dinger drin. Da könnte ich theoretisch was anderes reinbauen. Was bringt denn der überhaupt? Scanner used during exploration. Okay. Ich lasse einfach mal die 2 Economy Class drin, weil. Was kann ich da sonst reinbauen? Cargo Racks. Ein 2er.
zwei Cargo-Plätze bringen mir nichts. Da habe ich lieber zwei Economy-Klassen drin. Gibt es hier Luxury-Klassen? Nee, ich glaube, da gibt es gar nichts. Okay. Ja. Economy, Business und First Class, genau. Ansonsten Planetary Approach Kit. Gibt es hier einen besseren Scanner zufällig? Nicht Surface. Intermediate Scanners? Nee. Haben die auch nicht hier. Surface Scanner. Wieso kann ich den nicht reinbauen? Stellar Body Scanner during Exploration. Das ist aber kein Discovery Scanner, das ist ein Surface Scanner. Der ist bloß für Oberflächen. Das ist der, den ich drin habe. Das ist derselbe. Okay. Haben keinen besseren da. Schade. Ja, ansonsten, ich habe alles komplett ausgebaut. 5A-Schild. Ja. Was Besseres gibt's nicht. Komplett ausgebaut. Das Ding. So, Missionen wollte ich noch schauen. Na, Passagiere kann ich auch schauen, aber ich glaube kaum, dass hier zwei Economy-Class-Typen rumhängen. Die denken, oh, endlich. Endlich kann mich jemand hier rausbringen. So. 7 Millionen. Wie weit muss man da springen? 271 Lichtjahre. Nein, viel zu weit. Wie weit ist das? 233 Lichtjahre. Das ist auch fast dasselbe. Und das gibt nur 2 Millionen. Also manchmal checke ich das nicht. Das ist... Ich kann mal kurz nachschauen. Ja, für 7 Millionen geht die Reichweite eigentlich noch ganz klar. Da bräuchte ich wahrscheinlich eine halbe Stunde hin. Für 7 Millionen? Kann man machen. Muss ich jetzt aber nicht. Gott sei Dank. So, ich bin eigentlich deswegen hier. Ja. Ihr seht schon. Hallo. So. Der Typ hier, der will Donations. Ja, das ist so ein kleiner Twitch-Streamer, der will nur Donations haben. Alter, der hat echt nur... Ja, gib mir mal 200.000. Da. Von oben bis unten. Okay. Nee. Vergiss es. Und der gehört nicht mal zum Empire. Mein Trick 17, ich gehe jetzt ins Open Play, wechsle mal kurz ein bisschen hin und her und schau mal, was da für neue Missionen reingespült werden. Das macht ihr ja bestimmt auch so, ne? Wenn ihr ein bisschen schnell farmen wollt, wieso hin und her springen, wenn man bei derselben Station immer wieder dieselbe Mission bekommen kann? Für ein bisschen mehr Geld. Hier, Startport, lass mal gucken. Mission. Und es lädt. Neue Mission. Wo kommen die noch her? Guck mal, die führen noch Kohl ins Wilhelm von Struve. Das führt zum Purseux. Ihr seht, die führen bloß zu zwei Sachen hin. Entweder zu dem Wilhelm oder zum Purseux. Alles ins Kohlesystem. Annehmen. Ja. Standing by. Danke. Annehmen. Annehmen. So, der da unten. Purseux. Annehmen. Wilhelm. 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 So, liebe Kinder, farmt man sich beim Imperium, also Empire, von Null auf König. Was ist das Höchste, was es gibt? Kaiser? Nee. Ich glaube, König ist das Höchste, was es gibt. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, dann geht man wieder zurück. Hard exploiting hier. Oh, ich habe Hunger. So, und dann wieder ein Solo-Play. Das macht man ein paar Mal, bis links die Leiste voll ist. Es gibt ja ein Limit. Man kann ja maximal, glaube ich, 18, 20 Missionen annehmen. Daran haben die Frontier-Entwickler schon gedacht. Ja, krass, 100 Missionen auf einmal abgeben. Bist Milliardär. The fuck. So.
Mission. Und sieh da. Ah, okay. Da gibt es nur wieder den Typen. Mit seinen 20.000 Donations. Was ich jetzt noch probieren könnte. Hallo? So. Ist im in der privaten Gruppe vom Star-Lord. Wir haben ja vorhin gespielt. Vielleicht ist es da auch noch anders. Ich glaube schon. Ich glaube, alle Bereiche sind einzeln, haben einzelne Missionen. Falls nicht, bin ich ein Noob. Einmal laden. Und Mission. Ja, hier gibt es auch wieder neue, bloß leider nichts Gutes. Der will nur wieder Spenden haben, der Typ. Und der hat nur eine Mission, die ich nicht annehmen kann. Also wieder raus. Ich habe schon gedrückt. Eigentlich. So. Server sind gerade ein bisschen laggy. Und ins Open Play. Das mache ich jetzt so lange, bis meine ganze Liste links voll ist. Easy. Easy exploiting. Nee, das ist nicht exploiten. Exploiten ist, wenn man sich zum Beispiel in WoW an immer wiederkehrenden respawnenden Gegnern hochlevelt. Sola. Kappa. Kiki. So, und wenn jetzt nichts Neues da ist, dann müsste ich jetzt theoretisch 5 Minuten warten, aber nee. Nee. Das mache ich nicht. So, ach, okay, gibt's auch was Neues. Guck mal. Zum Puisoix. Puisoix, ja. Nehme ich gern. So, die nehme ich noch alle an. Oh, meine Festkim ist aus, warte. Okay, so. Und Kohl Wilhelm. So, ich nehme jetzt auch die restlichen Missionen hier an und dann würde ich sagen, wie viel haben wir denn überhaupt? Puh, Alter, schon fast 11. Tschüss. Der will wieder nur spenden. Gut. Dann würde ich sagen, mit diesem kleinen Trick werdet ihr mich dann in der nächsten Aufnahmesession wiedersehen. Wobei, dann werde ich ein bisschen Surface-Mission für euch machen, ein bisschen Geld farmen. Ich hoffe, bis dahin bin ich schon Baron beim Imperium und kann mir endlich die Clipper dann vom Rang her holen, vom Geld noch nicht. Und ja, das Geld werde ich dann in der nächsten Aufnahmesession wahrscheinlich mit einem Star-Lord wieder farmen oder mit einem Maestro, wer weiß, vielleicht ist er auch wieder mit dabei. Vielleicht machen wir auch einfach bloß an irgendwelchen Asteroidenfeldern ein paar Wanted-Typen abschießen, wer weiß. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn es wieder heißt Elite Dangerous mit mir, dem Hänger. Ciao.